Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, die Livestreams, die haben eine sehr mysteriöse Erscheinung aufgenommen. Und zwar hier in dem roten Kreis, wenn ihr das sehen könnt, da ist irgendwie eine Art, ja, ich würde es mal sagen, Erscheinung, ja, wenn man das jetzt mal hier näher ranzoomt und sich das genauer, da kann man echt irgendwas erkennen. Nur ich weiß halt nicht, ob es vielleicht auch ja, mit den Lichtverhältnissen da irgendwas zu tun hat, weil man sieht ja, dass dort viel Rauch umher schwebt und da ist ja die hellglühende Lava, dass das irgendwie was damit zu tun hat. Also die Leute, die sich jetzt mit sowas auskennen, ich bin ja nicht so im paranormalen Bereich jetzt unterwegs, aber die Leute, die sich damit auskennen, ihr könntet gerne mal unten in die Videobeschreibung reinschreiben, was das eventuell sein könnte. Auf jeden Fall erkenne ich da auch was. Ich war am Anfang, wo ich das Video entdeckt habe, auch ein bisschen skeptisch gewesen, aber jetzt, wenn man sich das so öfters mal anguckt, da scheint echt irgendwas zu sein, ne? Also wenn man das jetzt hier nochmal einblendet und da irgendwas ist da auf jeden Fall. Nur ich kenne mich halt wie gesagt nicht so damit aus, aber ihr könnt mich, was das anbetrifft, gerne mal aufklären und mir mal in die Videobeschreibung unten reinschreiben, in die Kommentare reinschreiben, was das eventuell sein könnte. Oder auch an die Vulkanologen oder Seismologen, die sich halt intensiv mit Vulkanen beschäftigen, ob das irgendwas dort mit diesen ja, vulkanischen Verhältnissen eventuell zu tun haben, dass da sowas mal irgendwie erscheinen kann. Weil man sieht ja den kleinen Krater, der sich da jetzt gebildet hat. Und das sieht echt so aus, als ob da in dem Moment drauf was stehen würde. Aber meiner Meinung nach ist das auch wirklich ja, so transparent irgendwie. Ich meine, wir können uns das jetzt hier gerne nochmal angucken. Man hat halt so eine gewisse Transparenz sieht man da irgendwie drin, ja, also irgendwie so leicht durchsichtig. So, und das ist für mich äußerst fragwürdig. Also ich weiß nicht, ob es echt was ist oder ob es tatsächlich irgendwas dort mit diesen Lichtverhältnissen oder vulkanischen Verhältnissen im Allgemeinen irgendwie was damit zu tun hat. Ich habe so Geistererscheinungen und sowas, da habe ich mich noch nie so wirklich dolle mit beschäftigt und ich glaube auch nicht so hundertprozentig daran, da gebe ich auch zu. Aber da ist irgendeine Erscheinung, also für mich eine wirklich mysteriöse Erscheinung, ja, also man muss wirklich genauer hingucken. Ich hoffe mal auch, dass man das hier im Video wirklich gut erkennen konnte jetzt, dass da irgendwie was ist, dass da was erscheint für einen kurzen Moment. Aber da verlasse ich mich mal auf euch und ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr da auch was erkennt oder ob es wahrscheinlich echt irgendwie was mit dem Rauch da oder mit den Vulkanen im Allgemeinen dort zu tun haben könnte. Gut, meine Lieben, ich bin an der Stelle auf jeden Fall raus und freut mich, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Und wie gesagt, einmal unten in die Kommentare rein und wir sehen uns im nächsten Video wieder, beziehungsweise hören wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Euer Patrick von Lido Produktion. Auf Wiedersehen.